Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich sitze heute vor dir, ungeschminkt, frisch geduscht und in meinem Pyjama. Das heißt, das hier ist mein neues Maskenvideo. Herzlich willkommen. Ich nehme dich jetzt in dieser Woche mit. Jeden Tag werde ich eine neue Gesichtsmaske austesten. Und du siehst das alles in diesem einen Video. Und ich drehe das Video die ganze Woche lang. Genau. Ja, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und dieses Video ist tatsächlich mit so Draufcrememasken, Eincrememasken, also quasi keine Tuchmasken, keine Gelmasken, also Hydrogelmasken, sondern tatsächlich so Pöttchenmasken oder Sachets oder sowas. Genau. Und heute ist Montag. Ich war endlich bei meiner Nagelfee. Das heißt, ne, ich habe es euch schon angekündigt in meinem Lidschatten-Video, dass ich Montag zu meiner Nagelfee gehe. Heute ist Montag. Heute habe ich meine Nägel endlich wieder gemacht. Sind sie nicht hübsch? Ich finde sie total großartig. Ich feiere das immer, weil ich dann endlich wieder mit meinen Fingern in Pöttchen reingehen kann. So. Heute starte ich mit einer Maske, die schon etwas länger bei mir steht. Das ist die Judith Williams Golden Star Maske. Das ist so ein Tiegel. Die war jetzt auch schon mehrfach reduziert. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die gibt. Aber trotzdem wollte ich die unbedingt testen und wollte euch da auch mitnehmen. Auch wenn es die nicht mehr gibt, ist es ja vielleicht ganz interessant für euch zu sehen, ob eben solche Masken von, die etwas goldener sind oder, keine Ahnung, etwas teurer sind, sage ich mal. Die hat jetzt ursprünglich 8,95 € gekostet, ne? Ob sich sowas lohnt zu benutzen. Und da habe ich mir gedacht, na gut, dann kann ich die auch wohl mit ins Maskenvideo nehmen. Ich finde, dass dieser Tiegel unheimlich schön aussieht. Von unten siehst du, dass er diese Wabenoptik hat. Also optisch ist das schon mal richtig hübsch, gefällt mir unheimlich gut. Es ist eine straffende Gesichtsmaske mit Lifting Power. Hier steht drauf, der Powerwirkstoff Sirtalice steigert die Kollagenproduktion, biotechnologischer Wirkstoff aus der Natur für festere und kompaktere Haut. Ich finde solche Bezeichnungen immer sehr interessant. Also wird meine Haut dann kompakter? Ich weiß es nicht. V-Shape-Effekt für optisch straffere Gesichtskonturen. Also V-Shape, ne? Ich habe jetzt echt kein V-Gesicht. Ich habe so ein, ich habe ein längliches Gesicht, glaube ich, und ein bisschen kastenförmig. Aber gut. Ich mag mein Gesicht, das ist in Ordnung. Diese straffende Gesichtsmaske mit dem Power-Inhaltsstoff Sirtalice sorgt für eine ultrafrische und belebte Ausstrahlung. Die speziell entwickelte Formel unterstützt die natürliche V-Form oder V-Form des Gesichts. So wirkt die Haut in wenigen Minuten optisch glatter und strahlender. Nach dem Auftragen entfaltet die Lifting-Textur ihre Power. Das kann einige Minuten leicht kribbeln. Da habe ich natürlich ein bisschen Respekt vor. Ich hoffe, dass meine Haut nicht kribbeln wird. Ich hoffe, dass sich das nicht unangenehm anfühlen wird, sondern dass ich jetzt 10 Minuten vollkommene Entspannung, Erholung und ein schönes Gefühl haben werde. Und jetzt quatsche ich schon 4 Minuten lang und habe immer noch nichts gemacht. Nee, 3 Minuten quatsche ich. Jetzt haben wir, ja, genau. Ich quatsche immer weiter. So, da ist der Tiegel. Wir machen ihn auf. Ich gehe davon aus, dass da irgend so eine Folie drüber ist. Genau, die nehmen wir jetzt doch mal ab. Die riecht nach irgendeinem Parfüm für ältere Frauen und ein bisschen cremig-gelig, aber sie riecht ganz gut. So, die kann ich mir jetzt entweder mit dem Pinsel auftragen oder ich nehme meinen frisch gereinigten Finger. Ich kann ihn endlich wieder benutzen, weil ich ja, wie gesagt, ne, gerade tatsächlich Dingens gekriegt habe, neue Nägel. So, ich trage die jetzt einfach mal dünn auf mein komplettes Gesicht auf und dann gucken wir mal. So, ich habe die Maske jetzt aufgetragen. Es ist quasi fast nichts aus dem Pöttchen raus. Also das finde ich schon mal richtig cool. Ich merke schon, dass so langsam es anfängt, in meinem Gesicht zu arbeiten. Sprich, dass ich mache mal eben kurz zu. Ich bin ein ordentlicher Mensch und will immer direkt alles aufräumen. ich merke schon, dass es direkt so ein kühlendes Gefühl hat, weil ich habe ja jetzt was Feuchtes im Gesicht. Also, das merke ich extrem. Ein leichtes Kribbeln merke ich hier so an der Nase, weil das halt eine empfindliche Partie bei mir ist, weil ich mir halt auch das ein oder andere Mal die Nase putzen muss, ist ja klar. Und ja, dann schauen wir mal. Ich denke, dass da jetzt nicht irgendwie sich groß was an der Textur verändern wird in den nächsten 10 Minuten. Das heißt, ich werde die Maske 10 Minuten auf meinem Gesicht drauf lassen, dann wasche ich mir die direkt ab und dann sehen wir uns sofort wieder. Also der Geruch ist nach wie vor nicht so mein Fall. Ich habe die jetzt eine Viertelstunde insgesamt tatsächlich drauf gehabt und werde sie jetzt abwaschen.
Ja, ich wollte es euch nur noch mal zeigen. Ich glänze jetzt einfach nur ganz extrem. Das mit dem Gold, gut, ne? Siehst du jetzt nicht so auf Wow. Das glänzt halt einfach ein bisschen, ne? Aber ich habe jetzt nicht irgendwie Schimmerpartikel, glaube ich. Ich guck mal noch mal. Nö. Es ist einfach nur, als hätte ich mir Honig ins Gesicht geschmiert. Und ja, das ist auch relativ klebrig, ne? Es ist halt ganz merkwürdig von der Konsistenz her. So, ich gehe mir die jetzt abwaschen und dann sehen wir uns sofort wieder. So, jetzt habe ich die Maske einmal abgewaschen. Und ja, also im Waschlappen habe ich tatsächlich auch gesehen, dass da leichte Schimmerpartikel auch drin waren. Das heißt, die hatte ich dann auch wohl schon vorher auf der Haut, ne? Ja, was sage ich jetzt zu der Maske? Ihr könnt euch das jetzt nochmal im Nahen anschauen. Ich finde auf jeden Fall, dass die eine glättende Wirkung hatte. Das auf jeden Fall, ne? Also die hat so ein bisschen was aufgepolstert, die Haut ist schön weich geworden dadurch. Deswegen würde ich schon sagen, dass es eine gute Maske ist. Also wenn es die noch im Laden zu kaufen gibt, absolute Kaufempfehlung für euch. Also, ne, sie ist jetzt nicht großfeuchtigkeitsspendend oder so. Bei mir konnte man jetzt auch keine negativen Falten irgendwie glätten oder sonst irgendwas. Aber ich finde sie gut. Also ich finde jetzt auch so auf der Stirn wirkt es alles ein bisschen geglätteter. Hier so um die Mundpartie herum. Also mir gefällt es richtig gut. Ich werde die definitiv noch das ein oder andere Mal verwenden. Ja, schön. Hat mir gefallen. Mir gefällt mein Aussehen jetzt gerade echt gut. Ich sehe ein bisschen frischer aus als vorher, oder? Was meinst du? Ich finde es ganz cool. So, an diesem wunderschönen Dienstag teste ich mit euch von Balea die Maske Vanilla Chai und Kürbis. Die habe ich in einem Tauschpaket, glaube ich, drin gehabt. Und das ist eine wohltuende Pflege mit Kürbisextrakt und Vanilleduft. Und die soll entspannend sein. Und da freue ich mich drauf. Tja, dann mache ich die mir mal in mein Pöttchen. So, ich habe übrigens einen Zuschauer hier direkt neben mir sitzen. Ja, auf der Live-Tribüne. Ne, Sammy? Sag mal, Tag. Ja. Ja, so sieht die Maske aus. Sehr cremig von der Konsistenz her. Und dann nehme ich mir einen Maskenpinsel und gebe mir die direkt auf mein Gesicht. So, das Pöttchen ist leer. Ich habe die Maske jetzt komplett auf meinem Gesicht verteilt und das Ganze darf jetzt 10 bis 15 Minuten ungefähr einwirken und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, das waren jetzt 15 Minuten auf meinem Gesicht. Da hat sich nicht wirklich viel verändert, muss ich gestehen. Und das ist jetzt eine von den Masken, die man tatsächlich mit einem weichen Kosmetiktuch einfach nur vom Gesicht abnehmen soll. Und das werde ich jetzt tun. Auch wenn es das ist, was ich eigentlich am wenigsten gerne mache, weil ich habe dann eigentlich immer das Problem, dass es so Würstchen bildet, sage ich mal. Aber naja, wir gucken das mal an. So sieht jetzt das Gesicht nach Anwendung der Maske aus. Wenn ich mir jetzt so drüber fasse, habe ich tatsächlich wirklich keine Würstchenbildung. Das ist positiv. Das ist wirklich sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Guckt euch das mal von nahem an. Der Stuhl knarrt. Ja, also ich weiß nicht. Sehe ich refreshed aus? Sehe ich irgendwie erfrischter aus? Ich würde jetzt sagen, irgendwie nie. Also ich finde, das sieht einfach aus wie vorher. Naja, aber die Haut fühlt sich auf jeden Fall mit Feuchtigkeit etwas besser versorgt an. Ist jetzt aber kein Wow-Effekt, wo ich sagen würde, ja, kauft euch die. Also sie soll ja einfach entspannend wirken, ne? Mehr Ausstrahlung bei Balea Gesichtsmasken pflegen und verwöhnen die Haut intensiv, abgestimmt auf ihre besonderen Bedürfnisse. Gönnen Sie sich eine Auszeit mit der wunderbar duftenden Balea Vanilla Chai and Kürbismaske. Ja, die Maske hat ein kleines bisschen nach Vanille gerochen. Kürbis hast du da nicht wirklich rausgerochen. Die Pflegeformel mit Kürbisextrakt, Panthenol und pflegenden Lipiden verleiht der Haut fühlbare Geschmeidigkeit. Jep, sie fühlt sich erholt, weich und gepflegt an. Oh ja, Vitamin E hat antioxidative Eigenschaften und unterstützt somit den Schutz der Haut vor UV-bedingten Umwelteinflüssen. Sie fühlt sich einfach jetzt erholt an die Haut. Weiß nicht, wenn ich jetzt doller reibe. Ja, aber dann, ne, man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Aber im Großen und Ganzen, es fühlt sich gut an, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wow. Ne? Das nur mal so. Also für mich ist das so ein Daumen zur Seite für diese Maske. Die ist so lala. Kann man sich mal geben. Aber ich finde es einfach blöd, wenn man sich irgendwas mit einem Kosmetiktuch entfernen müsst. Ich weiß nicht, wie seht ihr das, wenn man Masken mit einem Kosmetiktuch entfernen soll? Stimmt mal hier oben ab. Ich finde, das ist so ein
Ibar-Gefühl. Ich mag das nicht so gerne. Zum anderen verschwendet man ja auch irre viele Kosmetiktücher. Da habe ich das lieber, dass ich halt wie hier bei der Judith Williams Maske die abwaschen soll. Da verschwendest du dann auch in dem Sinne nicht allzu viel Produkt, weil die Maske dann ja auch auf der Haut trocknet. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass man auch nicht so viel Produkt davon wegschmeißt. Also ich habe jetzt von diesem Sachet, was ich hier verwendet habe, garantiert die Hälfte von weggeschmissen. Das ist schon irgendwie schade, oder? Naja, auf jeden Fall, ne, gucken wir einfach mal weiter, was die nächsten 5 Tage so mit uns anstellen werden mit diesem Gesicht. So, heute ist Mittwoch und heute möchte ich gerne mit euch eine Cleansing Mask, also eine reinigende Maske testen. Und das ist die Mum Bubble Mask. Genau. Die könnt ihr im Action kaufen. Die gibt es so in so einem Dreierpack und ja, ich habe hier noch eine über. Und die anderen zwei habe ich verschenkt. Und die hier möchte ich selber austesten. Ja, die schäumt, wenn man sich die auf die Haut macht. Die habt ihr wahrscheinlich schon mal bei Instagram gesehen. Ja, sowas mache ich jetzt auch. Und die soll man für 5 bis 10 Minuten auf das Gesicht machen. Dann kommen diese Bubbles. Und nach ungefähr diesen 5 bis 10 Minuten soll man das für 1 bis 2 Minuten einmassieren. Und dann soll man das mit lauwarmem Wasser abwaschen. Ja. Sobald das mit der Luft in Berührung kommt, soll das dann schon direkt anfangen zu schäumen, soll die Haut boosten, also aufpolstern und reinigen. Ich habe einen Maskenpinsel, denn sobald es halt mit den Fingern in Kontakt kommt, wird es ja auch schäumen. Das macht dann ja keinen Sinn. Ich trage das mit einem Pinsel auf und schneide mir das auf, denn sobald es mit Luft oder mit der Haut in Kontakt kommt, das heißt auch jetzt schon, könnte es sein, dass es anfangen wird zu schäumen. Ja. Also muss man schnell sein. Das ist so eine milchige, gelige Flüssigkeit, die da rauskommt. Und dann gebe ich die mir direkt aufs Gesicht. Riecht sehr nach Reinigungsmittel, also nicht unbedingt angenehm, ne? Und wie ihr seht, es fängt auch schon an zu schäumen. Man muss wirklich schnell sein. Oh je, ich bin nicht so schnell. Also man muss wirklich schnell sein, weil die ist ja jetzt direkt schon, boom, explodiert. Also das sieht ja witzig aus. Ich komme euch mal etwas näher. Ich weiß nicht, wie gut das Mikro in meiner Kamera ist, aber könnt ihr hören, dass es knistert? Das ist schon sehr witzig. Also man muss an den Augen enorm aufpassen, dass man nicht zu nah an die Augen kommt, wie ihr seht, ne? Weil das halt direkt schäumt. Mit der Nase musste ich echt aufpassen. Die musste ich mir so ein bisschen frei machen. Die Maske rutscht auch ein bisschen. Jedenfalls habe ich das Gefühl. Oh, das bewegt sich alles in meinem Gesicht. Also es schäumt doch sehr auf und es ist sehr fluffig. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nicht groß irgendwie mich bewegen könnte. Das ist echt witzig, Leute. Guck mal, wie krass fett die wird. Mega. So, jetzt bin ich hier 10 Minuten später und ihr seht, dass die Maske auch hier schon ein bisschen runtergerutscht ist. Also die Schwerkraft hat da einiges gemacht. Man muss wirklich mit dem Atmen aufpassen, also vor allem durch die Nase, weil sich das hier sehr extrem gestaltet, wie ihr seht. Ja, dann muss ich jetzt die Maske kurz so 1 bis 2 Minuten einmassieren und dann mit warmem Wasser, ich habe hier unten ein Pöttchen stehen, abwaschen. Die Maske fühlt sich sehr gut an, das kribbelt und kitzelt ein bisschen auf der Haut, weil diese ganzen Bläschen ja die ganze Zeit zerplatzen. Vom Geruch her, ich kann nicht gut riechen, weil ich die ganze Zeit versuche, durch den Mund nur zu atmen, weil halt dieses ganze Schaumkram da ist. Trotzdem hast du halt immer noch diesen Reinigungsgeruch in der Nase, mehr oder weniger vom Anfang auch schon, ne? Das ist jetzt sehr witzig, denn unten drunter kommt so eine cremige Konsistenz zum Vorschein. Das ist wirklich witzig. Zu Anfang hast du quasi eine Gelmaske, die du dir aufträgst. Dann schäumt die und dann hast du so eine puffige Maske. Und dann massierst du dir die ein und dann wird das so eine cremige Maske. Echt witzig. Die Maske der 1000 Gesichter. Übrigens musste ich nach beiden Masken von Montag und von Dienstag mein Gesicht abends eincremen. Also ich mache die immer abends nach dem Duschen drauf, die Masken.
meistens. Und also in der Woche halt, ne, sowieso, klar. Und da brauchte ich definitiv noch Gesichtscreme. Und bei der ersten sowieso, also da war meine Haut wirklich, die hat danach geschrien. Und bei der zweiten hätte ich es, ich sag mal, im Sommer nicht gebraucht wahrscheinlich, aber im Winter auf jeden Fall. Hab hier meinen heißgeliebten Waschlappen und der hilft mir jetzt, die Maske von meinem Gesicht runterzunehmen. Also, die Haut sieht schon sehr gereinigt aus und das sollte sie ja auch machen. Meine Nase glänzt wie sonst was. Das ist immer eine Indikation dafür, dass sie ordentlich gereinigt wurde. Ja, ne? Gefällt mir persönlich ganz gut. Also, die Haut fühlt sich auch weich an. Ich bin ja relativ robust. Also, auf dieser Verpackung stand drauf, dass man die normalerweise erst an so einer kleinen Hautpartie testen sollte und dann 24 Stunden warten und dann erst die komplette Maske benutzen soll, wenn die Haut nicht negativ darauf reagiert. Bei meiner Haut ist es wirklich so eine Sache. Ich kann sowas ab. Also, das weiß ich. Ich kenne meine Haut. Seit 29 Jahren habe ich diese Haut. Klar, alle 7 Jahre regeneriert sie sich. Deswegen habe ich theoretisch erst seit 2 Jahren meine Haut. Aber egal. Auf jeden Fall, ja. Gefällt sie mir und sie hat echt einen guten Job gemacht, ne? Was meint ihr? Ich finde es ganz gut. Doch. Kann es jetzt leider gerade nicht fühlen, aber ich kann dir sagen und versprechen, dass meine Haut sich anfühlt wie ein Babypopo. Wenn dir das hilft. Ja. So. Von mir aus auf jeden Fall ein Daumen nach oben. Ist eine Maske, die du ganz normal im Action kaufen kannst. Jedenfalls gab es sie letztens noch, als ich da war. Ja, schau einfach mal rein, ne? Kann ich nur empfehlen. Richtig geil. An diesem wunderschönen Donnerstag möchte ich mich gerne mit der Lovely-Maske befassen. Die habe ich jetzt schon mal auseinandergenommen, die zwei Herzchen, weil eins davon werde ich jetzt verwenden und eins davon wird weiter wandern. Ja, das ist von Paola Maria, diese Gesichtsmaske mit Manuka-Honig-Extrakt. Ich verwende aktuell auch tatsächlich ihren Toner. Den habe ich mir nachgekauft, weil ich ihn richtig toll finde. So, und hier hinten steht drauf: Heute ist ein guter Tag für diese pflegende Maske, die deine Haut erfrischt und neu erstrahlen lässt. Ein hochwertiger Extrakt aus dem neuseeländischen Manuka-Honig, der zu den Superfoods zählt, steckt voller Power und pflegt empfindliche, trockene oder Mischhaut gleichermaßen. Außerdem verwöhnen kostbare Pflegelipide aus 5 Pflanzenölen die Haut und schenken dieser einen natürlichen Glow. Ja. Ne? Das hört sich doch schon mal nach einer ordentlichen Werbung an. Das soll man dann einfach ganz normal aufs Gesicht auftragen. Dafür nehme ich mir einen Pinsel. Hier habe ich ihn. Ein Sachet. Hier habe ich es. Und dann trage ich mir das doch jetzt einfach mal auf. Also die Maske riecht sehr angenehm, sehr cremig, sehr sanft. Diesen Manuka-Honig riechst du raus. Das ist halt auch genau der, der quasi mit in der ganzen Pflegeserie so drin ist. Und ich mag am liebsten ihren Toner. So, jetzt habe ich die Maske aufgetragen. Die bleibt jetzt 10 Minuten auf meinem Gesicht. Dann werde ich die gleich abwaschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, was soll ich sagen? Sie hat sich gut auf der Haut angefühlt, als sie quasi die 10 Minuten drauf war. Und das war halt ein angenehmes Gefühl, als hättest du halt eine dicke Schicht Creme auf deinem Gesicht. Ja, danach habe ich sie abgewaschen. Auch das war sehr angenehm. Also das ging auch sehr schnell runter. Das war jetzt nicht irgendwie, ne, dass ich da irgendwie so Würstchenbildung hatte oder so. Und vom Hautbild her, ich komme euch mal wieder nah, sieht das Ganze so aus. Also sie soll im Prinzip ja nur die Haut pflegen und einen natürlichen Glow schenken. Das mit der Pflege kann ich schon so unterschreiben. Das mit dem Glow, ja, naja, also meine Nase glänzt, aber das ist jetzt kein Indikator dafür, dass die Maske gewirkt hat. Also, was ich auf jeden Fall nachher noch brauchen werde, ist eine Gesichtspflege, eine Gesichtscreme. Ich habe jetzt, ja, schon angenehm gepflegte Haut, muss aber sagen, dass meine Haut sich gestern nach der Bubble Mask noch besser gepflegt angefühlt hat, obwohl die Bubble Mask eigentlich nur gereinigt hat. Also von daher ist jetzt die Lovely Maske ganz nett, aber kein Must-Have, würde ich jetzt mal so sagen. Muss man jetzt nicht unbedingt haben, ne? Also sie macht ein gutes Gefühl auf der Haut, sie macht ein schönes Ergebnis, dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben, aber es ist jetzt nichts Außergewöhnliches.
Yay, endlich ist Freitag. Nein, nicht Freitag, Freutag. So heißt das bei mir. Ja, und heute testen wir zusammen von Douglas aus dem Adventskalender die Detox-Maske. Da steht nicht groß drauf, was sie machen soll. Einfach, dass sie mit Aktivkohle ist oder mit Charcoal, halt mit Kohle. Und wie man sie halt anwenden soll. Einfach drauf machen, 10 Minuten einwirken und dann abwaschen. Ja, ich habe die Maske, ich habe einen Pinsel. Legen wir mal los. Okay, sie sieht wirklich sehr kohlemäßig grau aus. Und sie riecht aber ganz angenehm, halt cremig, ne? So, die Maske sitzt. Es kribbelt auch schon ein bisschen, aber ich finde, dass sie ziemlich ebenmäßig aussieht. Also ich hatte auch schon so Aktivkohlemasken, die waren jetzt nicht so gut, aber das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus, oder? Ich finde es ganz witzig. Ich weiß jetzt nicht, ob die antrocknen wird oder ob die halt so bleibt, so cremig und sich dann entsprechend, ja, einfach nur abwaschen lässt. Das werden wir sehen. Also 10 Minuten darf die jetzt einwirken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wie ihr seht, die Maske wird ganz schön hart. Also man sieht damit aus, als, keine Ahnung, als wäre ich eine alte Frau. Guck mal meine Stirn an. Ah. Ja, vor allem schiebt die hier meine Augenhaut so hoch. Egal. Ja, man darf Spaß haben im Leben, oder? Ich gehe mir die mal eben abwaschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh ja, also mal ganz ehrlich, das Ergebnis gefällt mir bislang am besten. Wahnsinn. Also die hat meine Haut richtig schön geklärt, alles rausgezogen, mehr oder weniger, wenn man das so sagen darf. Was nicht dahin gehört, die Haut ist enorm weich jetzt. Also, boah, die ist richtig, richtig sanft jetzt. Klar, ich muss gleich definitiv eine Gesichtspflege benutzen, weil das ist ja bei diesen Detox-Masken, bei den ganzen Aktivkohlemasken, bei Todesmeermasken und so weiter, dass die ja auch schon sehr austrocknend sind. Aber oh, ich will mir die ganze Zeit durch mein Gesicht streicheln, weil sich das so gereinigt und so weich jetzt anfühlt, ne? Alle toten Hautschüppchen sind irgendwie gefühlt jetzt ab und oh. Wahnsinnig toll. Also da bin ich froh, dass das hier in so einem Pöttchen ist, in so einer Tube. In der Tube, nicht in einem Pöttchen, dass ich die dann halt noch ein paar Mal öfter benutzen kann. Also die finde ich richtig geil. Wahnsinnig toll. Die gefällt mir jetzt echt auch von den Masken, die ich jetzt so bislang mit euch getestet habe heute, am besten, weil sich das so schön anfühlt. Der ganze Mock vom Tag ist ab und ah, man fühlt sich so frisch gerade. Boah, ist das toll. Ja, Claudi glücklich. Claudi empfiehlt definitiv die Detox-Maske von Douglas. So, wir haben Samstag. Und heute möchte ich mit euch dieses Produkt hier mal ausprobieren. Das hatte ich mal als Probe tatsächlich in einer Zeitschrift. Das ist von Garnier Skin Active, der Aloe Water Balm mit Hyaluronsäure. Das ist ein 3-in-1 Produkt. Das heißt, es ist eine Tagespflege, eine Nachtpflege oder auch eine Maske. Da muss man das dann ganz einfach 3 Minuten in einer großzügigen Schicht auf das Gesicht auftragen, einwirken lassen. Wenn halt Rückstände da sind, dann mit einem Wattepad oder mit irgendwas abnehmen. Das soll aufpolstern. Ja, schauen wir mal, ob das ausreichend ist für mein Gesicht. Mal schauen. Also die Konsistenz ist so ein Gel halt, ne? Also ihr seht, das ist ja durchsichtig. Ich denke, dass ich mir das auch einfach so mit den Fingern auftragen werde, um kein Produkt zu verschwenden, weil da ist echt nicht viel drin. Es ist halt nur eine Probe. Also es hat definitiv ausgereicht von der Menge, um das in einer wirklich großzügigen Schicht auf mein Gesicht aufzutragen. Ihr seht, also die Schicht ist schon sehr großzügig. Und in der Theorie, wenn das jetzt mit diesem Produkt funktioniert, warum sollte das mit anderen Gesichtscremes nicht funktionieren, dass man sagt, okay, ich trage das jetzt auf und lasse das 3 Minuten drauf und nimm dann das, was überschüssig ist, ab und habe das dann quasi wie, naja, einen verstärkten Effekt von der Gesichtscreme, ne? Also, dass man quasi die Creme nochmal als Maske verwendet, ist eigentlich ein guter Tipp, um einfach mal so ein bisschen Kosten zu sparen. Da muss man sich ja gar keine Maske kaufen. Aber ich bin erstmal gespannt, wie es überhaupt aussieht.
nach den versprochenen 3 Minuten und ob das nicht vielleicht einfach nur eine Würstchenbildung hervorruft. Da bin ich ja ganz gespannt, zumal gerade diese Gel-Geschichten bei mir irgendwie immer Würstchen machen. Aber wir schauen mal. Ich lasse es mal 3 Minuten drauf und dann gucken wir uns das Ergebnis mal an. Hier steht übrigens hinten noch drauf, der Balm enthält eine Mixtur aus 96% Wasser und Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Die restlichen 4% ermöglichen eine angenehme Anwendung und lange Haltbarkeit. Das hat sich jetzt auf dem Gesicht angefühlt, als hätte ich einfach ein Serum drauf gehabt, was hauptsächlich auf Wasserbasis war. Ja, jetzt haben wir schon 4 Minuten um. So sieht das Ganze jetzt aus. Es hat sich also nichts getan. Ich nehme mir ein Kosmetiktuch und nehme mal die überschüssigen Reste von meinem Gesicht ab. Hoffentlich keine Würstchen. So sieht das Ergebnis aus. Also ich finde, dass meine Haut jetzt einfach mit Feuchtigkeit in dem Sinne versorgt aussieht und ich jetzt tatsächlich eigentlich auch keine Gesichtscreme brauchen dürfte, weil es ja eigentlich eine Gesichtscreme ist. Ich finde auf jeden Fall, dass das Ergebnis keine große Veränderung zu vorher ist. Also ob mir die jetzt so mega gefällt. Ich habe jetzt so ein klebriges Hautgefühl, ne? Ja, bappt halt. Ist jetzt nicht sanft oder so. Ob das jetzt die Innovation des Jahres ist oder ob das eher so ein muss nicht unbedingt sein ist, werde ich morgen sehen oder werde ich sehen, wenn diese ganze Geschichte hier mal eingezogen ist in die Haut. Aber jetzt aktuell würde ich sagen, braucht kein Mensch, weil es einfach klebt wie Sau. Wir gucken einfach mal, ob das, wenn es eingezogen ist, feuchtigkeitsspendend war wirklich oder ob es nachher sogar noch Würstchen geworfen hat. Wir gucken mal. Jetzt gerade bin ich davon so gar nicht überzeugt. Es ist Sonntag. Die Maske gestern hat tatsächlich nicht so Würstchen gemacht, aber ich musste mich nachher noch eincremen. Vor allem hier unter den Augen war es sehr, sehr trocken, weil ne, da war die Maske natürlich nicht. Und irgendwie brauchte meine Haut das. Ich denke, im Sommer hätte sie das nicht gebraucht, aber jetzt im Winter hat sie es gebraucht, wegen der Heizungsluft und so. Ja, die letzte Maske, die ich jetzt mit euch teste, ist hier von Shams, die Luxusmaske mit Gold. Champagner, Kaviar, Perlen für alle Hauttypen. Aktiviert die Zellen, verfeinert den Teint. Na guck. Schon nach kurzer Zeit wirkt ihr Teint strahlend frisch, die Haut fühlt sich erholt, glatt, zart und jugendlich an. Jugendlich, das wäre es ja nochmal, ne? Naja, mache ich mir jetzt drauf. Mal gucken, ob ich auch so schick gold aussehe wie die Lady hier drauf. Also was da rauskommt, ist so eine gelartige Konsistenz, was so einen leichten Goldschimmer hat. Also das ist jetzt nicht irgendwie dieses nur Gold, sondern du hast das quasi durchsichtig mit Goldpartikeln drin oder Goldfarbe drin. Und es riecht etwas säuerlich, also jetzt nicht irgendwie großartig angenehm oder so, nicht cremig, nicht süß oder sonst was. Also jetzt, wo ich die Maske drauf habe und das nochmal rieche und nochmal drüber nachdenke, riecht es tatsächlich nach diesem Champagner, was hier auch draufsteht. Also du hast diesen, ja, leicht Champagnergeruch oder Sekt oder so halt, ne? Champagner habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben getrunken. ja, also, so sieht es aus. Ich sehe nicht aus wie die Lady. Vielleicht so? Nein. Ich glaube nicht. du hast schon diese leichten Schimmerpartikel auf der Haut, aber was ich persönlich gerade bemerke, ist, es prickelt und es brennt ein bisschen. Das finde ich nicht unbedingt angenehm. Ich hoffe, dass das Brennen weggeht, denn ich mag das nicht, wenn Masken auf der Haut brennen. Das Ganze darf jetzt 10 Minuten auf meiner Haut draufbleiben. Dann werde ich das abwaschen und dann sehen wir uns gleich wieder und gucken einfach mal, ob ich tatsächlich mit einem verfeinerten Teint hier sitzen werde. Strahlend frisch, glatt, zart und jugendlich. Mal gucken. Ja, so sieht jetzt meine Haut nachher aus. Also ich finde, dass sie auf jeden Fall erholter aussieht. Sprich, dass sie glatter aussieht, dass sie frischer aussieht. Dass mein Teint verbessert wurde, das auf jeden Fall. Das Kribbeln hat mit der Zeit nachgelassen. Das war sehr angenehm, dass es nicht mehr gekribbelt hat. So, deswegen, also an und für sich kann ich euch diese Maske auf jeden Fall empfehlen. Man sollte halt wirklich aber vorher gucken, ob man das mit dem Kribbeln haben kann oder nicht. Bei mir war es wirklich, keine Ahnung, wie lange war das? 3 Minuten oder so? Und die restlichen 7 Minuten war das dann halt einfach sehr angenehm. Ich
denke, dass die halt erstmal so die unterste Schicht, dass die so ein bisschen mit der Haut reagieren musste, ein bisschen ja, ihre Wirkung vollziehen wollte. Deswegen, also von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben für die Schäbensmaske. Die hat mir wirklich gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Zumal die auch preislich in Ordnung war, ne? Also nochmal von Namen, das sieht in Ordnung aus. Das gefällt mir. Die Haut fühlt sich auch sehr schön weich an und angenehm und gepflegt. Jetzt, wo ich es abgewaschen habe, es ist alles sehr frisch in meinem Gesicht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, das war jetzt tatsächlich meine Maskenwoche Nummer 8 schon. Wahnsinn, dass ich tatsächlich irgendwie schon den 8. Monat das ja entsprechend mache, weil Maskenwochen mache ich einmal im Monat. Jetzt möchte ich euch gerne mein Ranking vorstellen. Vorher kannst du hier oben einmal abstimmen. Da habe ich meine 5 Favoriten aufgeführt, welche davon dir am besten gefallen hat. Und wenn dir eine von den anderen beiden Masken, die nicht mit drin sind, weil ich nur 5 Kriterien reinschreiben kann, noch besser gefallen hat, dann schreib mir das doch gerne unten in die Kommentare rein, wenn du die dann doch besser fandest. Ja. Dann zeige ich dir jetzt einfach mal mein persönliches Ranking und danach gibt es natürlich die Verlosung. Platz Nummer 1 war für mich auf jeden Fall die Douglas Detox Maske. Fand ich richtig toll. Die hat ein unfassbares Hautgefühl nachher hinterlassen. Total frisch, total angenehm. Wow. Dann jetzt auf dem zweiten Platz die Maske, die ich jetzt gerade verwendet habe, von Shabens, die Luxusmaske. Ja, das Prickeln ist so lala, da muss man sich dran gewöhnen. Aber jetzt das Gefühl der Haut, es ist so angenehm, es ist so frisch, als würde so ein leichter Luftzug die ganze Zeit über mein Gesicht fegen, obwohl hier alle Fenster und Türen zu sind. Aber mega geil. Richtig toll und vor allem auch für richtig kleines Geld. Die, die etwas teurer ist, ist die von Judith Williams. Die gibt es ja nicht mehr im Sortiment, glaube ich. Aber trotzdem gibt es ja Produkte von Judith Williams. Die kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Die hier fand ich echt toll. Also die Golden Star Maske, das war ja die erste, die ich mit euch getestet habe, war angenehm. Und die hier werde ich auch definitiv aufbrauchen, weil ich die großartig finde. Aber halt Platz 3. Platz Nummer 4 ist hier von Action, die Bubble Mask. Die hat auch eine super Haut hinterlassen. Ich fand es ein bisschen nervig, dass das ganze Prickeln die ganze Zeit und dass sie halt runtergerutscht war. Das war nicht so meins. Ich mag es lieber, wenn Masken an Ort und Stelle bleiben und sich nicht bewegen. Aber die Haut danach war super gepflegt, super gereinigt, richtig geil. Auf dem 5. Platz, die fand ich jetzt nicht so geil, das ist die von Lovely von Paola Maria. Ja, fand ich jetzt nicht so ultra geil, ne? Hat für mich jetzt nicht so ein wirkliches Ergebnis gemacht, war nicht so mega. Deswegen Platz 5. Platz Nummer 6, auch die habe ich ja gestern getestet. Danach musste ich definitiv eine Creme verwenden. Also ich denke, dass man die vielleicht als Tages- oder Nachtcreme verwenden kann. Aber als Maske würde ich euch dieses, wie heißt das? Aloe, den Aloe Water Balm jetzt nicht unbedingt empfehlen. Fand ich jetzt nicht so geil. War halt eher sehr klebrig nachher. Und auf dem 7. Platz ist hier von Balea die Vanilla Chai Kürbismaske. Nee. Nee, die muss nicht sein. Die fand ich nicht so geil. Ja, das war jetzt mein Ranking. Wie gesagt, ihr konntet abstimmen, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ihr könnt euch wünschen, was ich mal für Masken testen soll. Ja, solange die halt preislich im Rahmen liegen, ist alles gut. So, und dann kommen wir jetzt einfach mal zur Verlosung. Passend zu meinem Oberteil habe ich hier eine Glossybox. Und in dieser Glossybox sind ein paar Produkte, die ich gerne an euch verlosen möchte. Und zwar sind es Masken. Ich habe euch quasi eine ganz persönliche Maskenwoche zusammengestellt, wie ihr sie vielleicht machen könntet und auch in welcher Reihenfolge ihr möchtet. Ich greife jetzt einfach rein und hole die Produkte nach und nach raus. Das ist einmal hier diese LA Juice Maske. Die fand ich sehr, sehr witzig. Die ist zum selber anrühren. Werde ich demnächst auch mal mit euch zusammen testen. Von Detox eine Peel-Off Mask mit Aktivkohle. Von Douglas eine Hydrating Mask. Dann auch von Action diese Bubble Mask. Hier sind jetzt ein paar mehr drin. Von Biore die Aktivkohle Maske. Die ist richtig geil. Die habe ich auch schon mal mit euch zusammen getestet. Die wird schön warm. Und ruckzuck, 1 Minute und dann hast du fertig. Ach ja, von Facial Mask oder von Botanic Fiber die Unicorn Glow Maske. Das ist eine Tuchmaske. Und last but not least, wir haben ja 7 Tage in der Woche, von Garnier Skin Active die Hydra Bomb Tuchmaske. Also diese 7 Masken in dieser Box kannst du gewinnen. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox, auch wie lange die Verlosung geht und so weiter. Also ja,
Ich wünsche dir viel Spaß, viel Glück bei der Verlosung. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist Claudi testet alles. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich extrem drüber freuen. Ja, dann lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!